Hallo, heute ist der 20. März 2015 und wir haben es jetzt kurz vor 12 und dieses sensationelle Schauspiel der Sonnenfinsternis oder Teil Sonnenfinsternis geht langsam zu Ende. Von hier aus betrachtet, ich befinde mich hier in der Nähe von Berlin. Ein tolles Erlebnis und ist immer wieder schön, das zu sehen. Ich habe mir das durch eine abgedunkelte Folie angesehen. Es ist einfach toll und auch beeindruckend, wie als die Sonne am meisten verdunkelt war, die Vögel nicht mehr gezwitschert haben. Das setzt nun schon langsam wieder ein. Vielleicht hört man es im Hintergrund. Und ich muss sagen, eine ganz, ganz tolle Darstellung unserer Natur. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Schulkind bewusst die erste Sonnenfinsternis gesehen habe. Das ist also schon lange her. Und es wird auch etwas dauern. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass 2026 die nächste Sonnenfinsternis ist. Und da fragt man sich nicht unbedingt, ob man die noch sieht, sondern in welcher Form man sich befindet, in welcher Lebensform man ist, in welcher Lebenskonstitution ist man da noch fit oder hat man dort schon Erkrankungen, die das Leben ganz stark beeinträchtigen? Ist man geistig noch fit? Ist man körperlich noch beweglich? Oder sieht es eben viel schlechter aus? Und ich möchte, dass Sie sich nachfolgende Videosequenz einmal ansehen. Beides ist möglich, wie man sein Leben weiter verbringt. Und man hat Einfluss darauf. Und wie wir Einfluss darauf nehmen können, das ist relativ einfach. Das erkläre ich nach dem Video. Sehen Sie sich das an. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Zunächst erst einmal zu meinem Wort einfach in meiner Einleitung. Also das mag so einer oder andere als etwas kühn befinden, dass solche für das Leben wichtigen Änderungen in der Lebensweise einfach wären. Es ist nicht etwa arrogant von mir gemeint. Selbstverständlich ist mir klar, dass wir alle ein oder andere mehr oder weniger große Probleme haben, jene Änderungen der Lebensabläufe, also der Abläufe unseres täglichen Lebens, zu ändern in dem Sinne, dass wir zu einem Leben ohne Krankheit kommen. Aber wir wollen uns dem ja nähern. Private und berufliche Belastungen stehen einer einfachen und allglatten Umsetzung des Gelernten hier in diesem Rahmen gelernten objektiv im Wege. Nein, mit einfach meine ich, das so zu verstehen, was an Lebensweise, Ernährung oder diesem oder jenem Verhalten erforderlich ist, um nah an das Leben heranzukommen, nämlich um das Wissen dazu zu erlangen. Oder um die letzten 10 Jahre entsprechend linker Videohälfte, wie wir es eben gesehen haben, also die linke Seite, zu erleben und nicht etwa wie auf der rechten Seite. Auf einige Aspekte gehe ich heute ein und andere werden dann in nachfolgenden AgileSmart-Mitteilungen bzw. in Online-Seminaren von mir vermittelt. Heute in diesem Teil AgileSmart 28 will ich mich eng an den Inhalt der Mitteilung AgileSmart 27 halten, also die vorherige Mitteilung. Ich denke, dass es notwendig ist, die getroffenen Aussagen aus AgileSmart 27 und die gegebenen Informationen zum Bereich der angesprochenen Herz-Kreislauf-Erkrankung zu diskutieren. Herz-Kreislauf-Erkrankung steht ja ganz oben in der Todesfallliste und sollten wir nicht aus dem Fokus lassen. Aber zunächst zu meinem Tipp zum Lesen.
Und zwar habe ich ja schon mitgeteilt, dass ich auf meiner Homepage eine Bestseller oder nein, nicht Bestseller, das hat mit Verkaufen nichts zu tun, sondern eine Bestenliste habe der Bücher. Und meine Buchempfehlung zu Herz-Kreislauf ist dieses Buch Lipo-Power-Kur von den mir bereits erwähnten beiden Kardiologen Dr. Schertl und Dr. Sprachmann. Darin gibt es also umfassende Auskunft für uns als Interessenten zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Buch ist sehr gut verständlich, meine ich, und es vermittelt sofort anwendbares Wissen. Sie finden den Zugang über meine Homepage über den hier eingeblendeten Link, nämlich ulrich-mtc.de/Bestenliste. Und das Beste an diesem Tipp ist, dass es das Buch als E-Book sogar kostenlos gibt. Übrigens, meine Bestenliste wird ständig aktualisiert. Sie finden dort immer meine Top 10. Ausnahmsweise sind es jetzt einmal 11. Ich konnte mich nämlich noch nicht entschließen, ein Buch aus dieser Liste zu eliminieren. Aber es lohnt sich dort immer mal nachzusehen. Die Liste ändert sich und ist, denke ich, doch interessant. Jetzt zur Diskussion des im Agilismat-Teil 27 Gesagten. Nun ist das Diskutieren leider etwas schwierig für mich in der Form eines Monologs, wie ich es hier gerade betreibe, aber ich hoffe trotzdem, dass es mir gelingt, die Inhalte von Teil 27 in das rechte Licht zu rücken. Damit Sie somit größtmöglichen Nutzen davon haben und schließlich geht es ja für jeden von uns um Leben ohne Krankheit. Ich meine also, dass es sich das diskutieren sollte. Nur kurz zur Erinnerung, es ging um die Information über den Kaffeegenuss im Verhältnis zum Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Es ging über den Vorteil langer Lebenserwartung durch Joggen, wenn man es richtig betreibt. Und wir sprachen über Atherosklerose und die Heilmöglichkeiten jenseits von riskanten chirurgischen Eingriffen, nebenwirkungsbehafteten Medikamenten und relativ aussichtslosen, durch Herzkathetermaßnahmen unterstützte, relative gefährliche Eingriffe oder relativ gefährliche Eingriffe. Nun zunächst zum Kaffee. Groß angelegte Studien haben eher eruiert, Sie haben das in der letzten Mitteilung miterleben können oder aufnehmen können, dass Kaffee das Schlaganfallrisiko deutlich senken kann. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass wir die richtige Menge einhalten müssen, um diesen Vorteil zu nutzen. Es wurde sogar gezeigt, dass es Kaffeetrinkern mit der richtigen Verzehrmenge besser geht als denjenigen, die den Kaffee überhaupt ablehnen. Da kommt natürlich sofort die Frage auf, wie es mit den anderen Risiken steht, wie zum Beispiel der Übersäuerung des Zellgewebes aufgrund von Kaffeegenusses. Wie steht es mit den sich daraus ergebenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Entzündung durch Übersäuerung? Bis hin zum Krebs. Das habe ich natürlich hier in dieser Sache herausgelassen, aus folgendem Grunde. Jeder weiß selbst, dass die Übersäuerung des Gewebes zu schweren Erkrankungen führen kann. Wir haben viele Möglichkeiten, uns vor Übersäuerung zu schützen. Eine davon ist die komplette Ablehnung des Kaffeegenusses. Dafür kann man stehen, ein anderer trinkt lieber ab und zu einen Kaffee und genießt dabei. Ich selbst verhalte mich auch so. Es ist ja nicht nur bei Kaffee oder nicht Kaffee so, sondern bei vielen anderen Dingen im Leben sehen wir, dass die Medaille zwei Seiten hat. Mir ging es hier in der Wiedergabe der Studienergebnisse in AgilSmart 27 nur um den Zusammenhang Kaffee und Schlaganfallrisiko. Ich bin übrigens jeder Entscheidung gegenüber skeptisch, wenn etwas in der Lebensweise oder Ernährung so absolut militant abgelehnt wird, was aus der Natur kommt. Ich denke, das ist immer skeptisch zu betrachten, wenn sich jemand so absolut verhält. Hier ist es vielleicht der Kaffee, andernorts ist es der Weizen oder sind es andere Bestandteile der Natur, wie Hülsenfrüchte oder Milch, die man für die Ernährung ablehnt. Und zwar absolut ablehnt. Aber das hat ja jeder selbst zu entscheiden, was er liebt, akzeptiert oder sogar ablehnt. Vielleicht ist der allseits bekannte Hinweis von Paracelsus zutreffend:
Die Menge macht das Gift. Und so bin ich auch schon bei den Studienergebnissen zum Joggen von AG Smart 27. Denn im Zusammenhang mit dem Joggen habe ich auch darüber gesprochen, mich nicht voll an das Muster selbst anzupassen und somit das Optimum sicherlich nicht zu treffen. Ich laufe nicht, wie es das Optimum aus der Studie herausgebracht hat, nur dreimal wöchentlich, sondern seit geraumer Zeit laufe ich täglich. Es macht mir Spaß und bringt mir jeden Tag angenehmes Wohlbefinden. Ich versuche auf anderen Gebieten dann wieder das herauszuholen, womit ich beim Laufen das Optimum verfehle, um mich dem Optimum insgesamt doch wieder zu nähern. Das kann in anderen Bereichen der Lebensführung oder eben bei der Ernährung so sein, dass ich mein Optimum dann doch noch erreiche. Und so haben Sie bitte auch meine Mitteilung mit den Informationen zu Leben ohne Krankheit überhaupt zu verstehen. Es geht um die Vermittlung seriöser Kenntnisse und geeignete Anregungen für Sie, um ein Leben ohne Krankheit zu erreichen. Alle Schlussfolgerungen für sich zu ziehen, das ist in Ihrer Hand, das obliegt Ihnen. Ich kann mit meinen Beiträgen vielleicht dabei helfen, wenn es möglich ist, das wäre mir eine große Freude, aber mein Job ist es, Ihnen möglichst gute und sofort anwendbare Informationen zu geben, um ein Leben ohne Krankheit zu genießen. Dabei konzentriere ich mich auf geeignetes Verhalten in der normalen Lebensführung und auch bei medizinischen Maßnahmen. Gefahrenabwehr ist ein Teil davon und in der medizinischen Diagnostik und Therapie unserer westlichen Medizin gibt es leider auch viel zu viele Gefahren. Zum Glück aber existiert eine Menge Alternativen ohne Risiken und diese Gefahren. Nur werden diese aus leicht nachvollziehbaren Gründen von den sogenannten Leistungserbringern nicht ausreichend vermittelt. Wie ist es doch so treffend in AgilSmart 27? Die Pharmaindustrie ist nicht interessiert an Menschen, die keine Medikamente einnehmen. Doch sehen Sie die von mir aufgezeigten Alternativen und ergänzenden Wege nicht als Doktrin. Gestalten Sie sich Ihren Weg selbst dabei. Ich bin gern dabei behilflich, wenn es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen oder Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat geht. Ich denke, dass wir dort ein großes Repertoire haben, das Ziel, Leben ohne Krankheit zu erreichen. Ich versuche das über diesen Weg, wie Sie ihn jetzt schon heute auch im 28. Beitrag hier vermittelt bekommen und versuche auch in dieser Art dran zu bleiben und ich hoffe, dass ich damit ankomme und Ihnen helfen kann. Für mich sehr erfreulich ist es, dass ich sehr viele positive Rückmeldungen bekomme. Das geschieht sicherlich oftmals dann, wenn meine Anregungen beherzigt wurden und gleich möglichst zeitnah Erfolge verspürt wurden. Also ich freue mich darüber. Wir haben also beim Joggen auch hören müssen, dass diejenigen, die zu viel joggen, eine geringere Lebenserwartung haben als die, die gar nicht joggen. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Diejenigen, die nicht joggen, haben eine höhere Lebenserwartung als diejenigen, die zu viel joggen. Das dürfte bei einigen als Provokation ankommen. Das ist aber nicht als Provokation gemeint, sondern ein Studienergebnis. Und Sie erinnern sich sicher an den Präventologen von Kuhnhardt, der Sport selbst seit über 20 Jahren bereits ablehnt und damit gut zurechtkommt. Dafür empfiehlt er täglich ausreichend Bewegung und er unterscheidet zwischen Bewegung und Sport. Und er unterscheidet ganz besonders und lehnt ab schweißtreibenden Sport. Von Kuhnhardt war als Fünfkampfathlet Hochleistungssportler und Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. Er hat mit seinem Studium des gesunden Lebens, insbesondere durch die Analyse der Lebensweise von über 100-Jährigen, die bis zum Tode gesund bleiben, schon früh erkannt, dass er seinen Sport durch gesunde Bewegung ersetzen muss, um ebenfalls lange zu leben bei großer Gesundheit. Von Kuhnhardt ist jetzt Mitte 70 und seit 20 Jahren nicht erkrankt gewesen. Seine Kameraden, Sportfreunde und Hochleistungssportler, mit denen er trainiert hat und im Wettbewerb stand, also die Sportler seiner Generation, sind längst alle tot. Nachdem ich von Kuhnhardts Untersuchungen
von Naturvölkern gelesen habe, kann ich von Kunhardt gedanklich dabei nur folgen. Somit ist das Studienergebnis von dem Vorteil derjenigen, die gar nicht joggen, gegenüber denjenigen, die zu viel joggen, sehr, sehr verständlich für mich. Wie sagte schon Paracelsus? Die Menge macht das Gift. Natürlich wäre es am besten, das Optimum mit dem dreimal in der Woche und gemächlich joggen. Das wäre als Joggen light oder Joggeln zu bezeichnen. Allen modernen Untersuchungen zur Prävention und letztendlich Leben ohne Krankheit ist zu entnehmen, dass die Bewegung Vorrang vor Sport hat. Sehen Sie sich nur die Lebenserwartung von Spitzensportlern an. Eine wesentliche Voraussetzung für gesundes Leben ist, dass die Zellen atmen können, und nur für atmende Zellen macht unsere Ernährung Sinn und ist sie wertvoll. Notwendig ist deren ausreichende Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen. Ich verweise wieder auf Professor Otto Warburg, den Nobelpreisträger, der aufgezeigt hat, dass Krebs nur dort entsteht, wo wir bei den Zellen ein saures Milieu haben. Eine gut atmende Zelle wird nicht sauer. Das heißt, wir brauchen eine atmende Zelle, damit sie gesund bleibt. Nun kann sich nicht jeder ausreichend bewegen. Gegen eine ungehemmte Bewegung stehen für den einen oder anderen eventuell Schmerzen in den Gelenken oder Fettleibigkeit. Sollten Sie mit diesem Problem zu kämpfen haben, so stehe ich Ihnen als Coach zur Verfügung. Gern helfe ich Ihnen, diese Hindernisse zu überwinden. Über die eingeblendete E-Mail, ich zeige die jetzt, kann ich Ihr Coach sein. Sehen Sie das im Video und im Text, sehen Sie das auch noch einmal. Bei Schmerzen stehen uns zur Verfügung, als Empfehlung von mir natürlich nur gedacht, die Hochtonfrequenztherapie, zum Beispiel mit dem kleinsten und effektivsten Hochtonfrequenztherapiegerät der Welt, dem Vivotone Premium. Dann in der zweiten Stufe, wenn das notwendig ist, bei Schmerzen die Frequenztherapie einzusetzen gegen Parasiten. Und drittens können wir Schmerzen überwinden durch die verbesserte Zellregeneration. Dazu dienen uns Nahrungsergänzungsmittel von Kajani. Da komme ich noch einmal drauf zurück. Bei der Fettleibigkeit, also zur Gewichtsreduktion, empfehle ich das Abnehmprogramm von Eucell. Das ist sehr einfach und erfolgreich. Ich bin ein Beispiel dafür, dass es gut funktioniert hat. Jetzt schon über 12 Monate lang 15 bis 16 Kilogramm vermindertes Körpergewicht und ich fühle mich wohl dabei. Ich gebe eine Bewegungsanleitung und ich gebe auch Ernährungs- und Verhaltenshinweise, und zwar alles Dinge, die sich bewährt haben in der Praxis. Voraussetzung für den Erfolg ist natürlich der eigene Wille zum Handeln. Mein Coaching ist auch nicht kostenlos. Wenn Sie meine Hinweise einigermaßen beachten, ist es jedoch wahrscheinlich schnell erfolgreich und nachhaltig erfolgreich. Haben wir also über diese Wege die Voraussetzung zur Bewegung gefunden, so leite ich Sie dazu entsprechend Ihrem Wunsch an, auch auf dem Gebiet der Bewegung. Schließlich können wir uns der Prävention oder der eigenen Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zuwenden. Sie haben es ja am Beispiel in den Mitteilungen Agilismart 27 erfahren. Das ist also der dritte Teil, in dem wir uns das ansehen, hier im Video als Arteriosklerose falsch geschrieben. Da bitte ich um Entschuldigung. Und da gab es ja zumindest sehr, sehr interessante, ich hoffe, das waren sehr, sehr interessante Hinweise. Warum können wir bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen so viel selbst tun? Weil viel von der Lebensweise abhängt, die nur wir in den Griff bekommen können und sonst niemand. Das ist die Antwort. Nur wir können es in den Griff kriegen. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass es längst neue Erkenntnisse gibt, die sogar dort Heilung ermöglichen, wo es Mediziner bisher immer bestritten haben. Es muss eben von uns nicht hingenommen werden, bei Arteriosklerose eine riskante Operation, ein wenig erfolgsversprechendes Eingreifen mit Herzkathetern und mit Stents
und es muss auch nicht hingenommen werden, nebenwirkungsbehaftete Medikamenteneinnahme zu akzeptieren. Neue medizinische Erkenntnisse liegen längst vor und Dr. Rath hat in seinem Video, wenn Sie sich erinnern, an den Beitrag gesagt, es ist längst eine neue Zeit angebrochen und die Herzkatheteruntersuchungen und Herzkathetereingriffe werden bald der Vergangenheit angehören. Und es ist also möglich, das nicht zu akzeptieren und trotzdem sogar Heilung zu ermöglichen. Die neuen Erkenntnisse machen es möglich. Dr. Rath hat es am Beispiel des Vitamin C und zweier zusätzlicher Aminosäuren gezeigt. Das hat sich längst bewährt. Hundertfach, ich denke vielleicht sogar millionenfach. Die Arteriosklerose ist eine Vorform des Skorbuts, hat Dr. Rath vorgestellt. Erinnern Sie sich, Skorbut kann man auch nicht heilen durch einen Ballonkatheter oder Medikamente oder durch eine Operation. Aber dauerhaft ausreichende Ernährung mit Vitamin C genügt, um Skorbut abzuwenden. So einfach ist das. Aber es war damals auch ein großer Schritt für den englischen Arzt, der den Zusammenhang erkannt hat, das herauszufinden und durchzusetzen und zu überzeugen. Nun komme ich zu der von mir kreierten Methode Agile Flow. Sie geht etwas anders vor sich und kann aber auch ergänzend zur Methode von Dr. Rath eingesetzt werden. Risiken und Gefahren liegen ihm nicht vor. Ich glaube, das haben Sie auch von mir so erwartet. Die Zellprozesse zum Abbau der Arteriosklerose, wohl auch zu deren Heilung, die viele Mediziner immer noch leugnen, werden verbessert, indem die Blutgefäße und das darin fließende Blut verbessert werden. Blut kommt zu den Zellen auch dann, wenn die Arterien verengt sind, wenn die Viskosität nämlich reduziert wird. Dann kommt der Blutfluss auch an. Sie erinnern sich an das Mikroskopvideo. Erythrozyten bewegen sich schon nach 25 Minuten Laserbestrahlung mit Agile Flow und dieses Gerät ist einfach einsetzbar durch sich selbst. Es ist wie eine Armbanduhr zu tragen. Und wir haben schon nach 25 Minuten einmaliger Behandlung gesehen, in wie vielen Beispielen es möglich war, zu zeigen, dass schon nach der kurzen Zeit Erythrozyten nicht mehr verklebt sind und somit gut durch die Blutgefäße gelangen können, auch an der Endstrombahn. Auch verringern sich durch die Anwendung von Agile Flow der zu hohe Blutdruck, Blutfettwerte normalisieren sich, Cholesterin und andere Blutparameter werden optimiert. Das macht das Gerät im Rahmen der von mir kreierten Behandlungsmethode Agile Flow. Der Name der Methode ist auf mich im deutschen Patent- und Markenamt registriert. Und ich bin ein bisschen stolz darauf. Zum Halbleiterlasergerät gehört auch die geeignete Nahrungsergänzung innerhalb meines Programms Agile Flow. Nahrungsergänzung zur Regeneration. Dazu wird vorzugsweise die Produktlinie von Kajeni genutzt. Gern coache ich Sie, wenn Sie es wünschen, mit dem Programm Agile Flow. Ganz komplett in voller Anwendung. Und die Ausgaben für Kajani sind übrigens völlig ohne finanzielles Risiko. Sie haben nämlich eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn Sie nicht zufrieden sind. Weiter muss nichts gemacht werden, außer man sagt innerhalb von 30 Tagen, ich bin nicht zufrieden. Das kann man telefonisch oder per E-Mail machen. Und dann bekommt man sein Geld hundertprozentig zurück, obwohl man vielleicht die Substanzen verzehrt hat. Und innerhalb von 30 Tagen sollten Sie meines Erachtens zumindest etwas Positives merken bezüglich Ihres Wohlbefindens. Mehr darf hier im Zusammenhang Ernährung und Erkrankung nicht gesagt werden. Das ist in Deutschland verboten und würde die Profite der Pharmakonzerne schmälern. Darauf achtet unsere Staatsmacht. Das Wohl der Pharmaindustrie liegt unserer Staatsmacht sehr am Herzen. Und hier wiederum Selbstbehandlung mit Agile Flow. Und warum? Weil es ohne Risiko und einfach zu handhaben ist. Selbstbehandlung ist immer vorzuziehen. Hier wird zum Glück nicht, wie bei den Aprikosenkernen im Fernsehen, wie ich es Ihnen auch schon vorstellen konnte, nämlich im Fernsehen des Öffentlich-Rechtlichen, von Gefahren gesprochen, um Gutes zu verhindern. Wir wissen ganz genau, warum man hier von Gefahren spricht. Hier versucht man, also im Zusammenhang mit Agile Flow, versucht man es mit Verschweigen. Man verschweigt einfach das Neue,
Aber aufgeklärte Menschen wie Sie und wir alle gemeinsam lassen sich nicht länger bevormunden, um anderen Profite zu sichern. Die Zeiten sind mehr und mehr vorbei. Wie schon ausgeführt und ausführlich erwähnt, geht es um Angebote für Sie. Handeln müssen Sie selbst. Für Ihre Handlungen gebe ich hier einige Links an, denn vieles ist über das Internet zu haben. Ich biete Ihnen also im Text, Sie können sich das unten ansehen, einmal hier als Coach tätig zu sein, über meine E-Mail-Adresse werner@ulrich-mtc.de. Bei Selbstbehandlung gegen Schmerzen nutzen Sie www.schmerzen-was-tun.de. Dort haben Sie Zugang zu dem Vivotum Premium. Und wenn Sie sich vielleicht vorab oder auch danach oder ergänzend weiterbilden wollen, dann können Sie über diese E-Mail, diese ist eine Kurz-E-Mail, können Sie sich anmelden. Und wenn Sie sich das jetzt im Video hier nicht merken können, unten im Text finden Sie diesen Link, da können Sie draufklicken und dann haben Sie Möglichkeit, an meinem kostenlosen Online-Seminar zur Hoch- und Frequenztherapie teilzunehmen. Ich führe die beinahe täglich durch, die Online-Seminare. Nur beachten Sie, es gibt eine große Nachfrage und die Teilnahmezahl ist bei jedem Seminar begrenzt. Also melden Sie sich rechtzeitig an. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wie gesagt, es ist ja kostenlos. Für die Frequenztherapie gegen Infektionen, also gegen Parasiten wie Bakterien, Viren, Würmer, Pilze, können Sie sich per E-Mail an mich wenden. Dort werde ich aber auch bald ein Online-Seminar bereithalten. Wenn Sie sich dafür interessieren, schreiben Sie mir kurz eine E-Mail und ich rufe Sie zurück. Und für Agile Flow, zum Beispiel die Laserbehandlung mit dem Gerät, auch über meine E-Mail-Adresse, ganz einfach, bloß kurzes Stichwort, möchte Rückruf wegen Laserbehandlungsgerät und dann rufe ich Sie zurück. Ja, und viertens dann letzten Endes die Kajeni Nahrungsergänzung zur optimierten Zellenregeneration. Da ist es wieder ein langer Wurm eines Links, den Sie benutzen wollen, hier im Video zu sehen, aber auch zum Glück unten im Text, da können Sie sich dann einfach anklicken. Und wie gesagt, bei Kajeni gibt es die 30 Tage 100% Geld-Zurück-Garantie, wenn Sie nicht zufrieden sind und Sie müssen nichts begründen. Und das gibt es ohne Wenn und Aber. Nichts muss sonst getan werden. Das wären also ein paar Handlungshinweise in erstens, zweitens, drittens, viertens gewesen zum Abschluss dieser, ich möchte es mal sagen, Diskussion im Teil Agile Smart 28. Handeln Sie und genießen Sie den Nutzen Ihres Wohlbefindens. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Teil. Ihr Dr. Werner Ulrich.